zwar mir geben. Das ist dumm, das ist. Los geht's. Ach, scheiße, ich hab die falsche Farbe. Naja, egal. Imposter, bitte töte mich. Mute Chats allein. Dann sind wir jetzt grün. So. Ach Gott, O2? So, ach, hier meine Lieblingsaufgabe. Ich freue mich. So, jawohl. Anderen bitte auch noch. Na? Jetzt hat man wieder Licht ausgemacht. Wo? In den Spezienraum, wo man die Kristalle und so ordnen muss. Da lag. Kristalle, den Totenschädel und das Blatt. Richtig, genau. Genau vor dieser Kiste da lag. Okay. Ja. Also Jona, also Ero, der war gerade noch bei mir in der Nähe. Luftschleuse. Nicht alle durcheinander. Wer als nächstes? Also ich bin gerade an der oberen Luftschleuse, da ist mir jetzt gerade nicht. Okay, nichts entgegengekommen, würde ich mal sagen. Ich denke mal, da war Discord wieder abgehakt. Shelly. Ich war ein Admin. Ich bin gerade aus Admin raus. Okay, Pedobär, also Vanessa. Ja? Wo warst du? Ich war in dem Raum da direkt in der Mitte, da kann man so einen Kanister holen, da habe ich irgendwas aufgefüllt, was rechts und links an dem Eingang ist, wo wir halt alle rauskommen. Ich habe sie tatsächlich da stehen sehen, auf der rechten Seite, wie sie den Kanister aufgefüllt hat. Danke. Toll, ich bin mute. Kann das sonst noch passieren? Also hat noch jemand Vanessa und wer war das jetzt gerade? Shelly? Nein. Ich war oben bei den Kometen, bin dann runtergegangen und hab in Admin die Karte geswappt. Okay. Also erstmal Lob an den Imposter, dass Shoto wieder mit als erstes gestorben ist. Wo warst du denn? Ich bin erst hoch ins Labor gegangen und bin dann, mit wem bin ich rausgegangen? Error, warst du das? Oder war das Seraphim? Ich war gar nicht rechts. Ich weiß, irgendeine Farbe ist mit mir raus. Wie gesagt, dann habe ich Vanessa da stehen sehen und bin selber in Storage rein. Okay, Seraphim, warst du da in der Nähe? Ich war da, aber ich bin nicht nach links rausgelaufen. Also du hast Pri nicht gesehen. Ich habe Pri gesehen und die stand an dem einen Terminal, wo man nur den einen Knopf drücken muss, stand sie überraschend lange. Okay, aber das im Endeffekt, das mit dem Alibi, das klingt plausibler als das gerade mit Vanessa und wer war das noch? Wer hat ein Alibi noch gegeben? Vanessa und? Wer hatte dir gerade ein Alibi? Keine Ahnung. Okay. Naja. Also bin ich gerade verdächtig? Nein, 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 um Gottes Willen. Obwohl, du hast mich letzte Runde. Wir sind alle verdächtig. Also ich skippe dir. Ich hab die letzte Runde knallhart ermordet, weil du mich genervt hast. Ja, ich nimm's persönlich, ich weiß Bescheid. Nein, ich hab so lange gestanden, auf Lüschen, ich hab's ob ich da hin muss. Naja. Und das Licht ist schon wieder aus. Also, gehen wir erstmal hier den Strom anstellen. Mal sehen, vielleicht werde ich sofort getötet. Also wenn Jona es wirklich ist, dann ist es ganz schön dreist.
aber ich kann es mir jedenfalls nicht. Ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen, dass Jonas ist. Oh, Alter, was ist denn hier los? Pri hat einfach andere ermordet. Ich komme da gerade um die Ecke. Weil und Pri, du hast gerade ein Schild vor meiner Halsmaul. Du brauchst dich gar nicht rausreden. Sie hat das getötet. Sie einfach stehen, um zu warten, dass sie mich gleich wieder töten kann. Wir können sagen, was ihr wollt. Ich bin besonnen, ich weiß, aber wir können sagen, was ihr wollt. Ohne Scheiß. Ich komme da gerade um die Ecke und da steht Vanessa und killt vor meiner Nase. Sera. Ihr wisst alle, wie Pri liegen können. Okay, stopp. Ich kann wahrscheinlich klären. Direkt in der Mitte. Also ungefähr. Direkt in der Mitte. Okay, dann muss ich leider sagen, Pri kann ich Vanessa safen, weil ich nämlich vorher und auch gerade sie halt noch mit gesehen habe, wo ich noch an Task war, wo sie da hingelaufen ist. Sorry. Verlogene. Aber Pri, deine Tochter, sie liebt dich, weil du sie als erstes sicherlich mitgekillt hast. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dann bist du der zweite Imposter. Also dann bist du definitiv der zweite Imposter. Wenn Pri jetzt fliegt, könnt ihr mich gerne direkt mit rausrufen. Aber Handherr und ich, Pri, das ist Tochter. Nein, Vanessa stand da, ich kam von Richtung O2 raus Richtung Communication und sie hat vor meiner Nase hat sie Seraphim gekillt. Genau, die lügt mir gedrückt. Vanessa, wo kamst du her? Ich schwöre auf alles, was mir lieb und teuer ist. Ja, Piri hat gerade gekillt vor meinen Augen, weil die dumm ist. Ich habe genau gesehen, wie sie die Person geschlitzt hat. Ich weiß noch nicht mal, wer gestorben ist, aber ich habe gesehen, es war auch Roche. Und dadurch, dass sie sich gerade so raus ist. Moment, Domme, wen hast du jetzt gewählt? Ich bin ganz ehrlich, weil ich vorher die ganze Zeit mit Vanessa unterwegs war. Es ist Vanessa gewesen, ganz im Ernst. Ich habe auch Vanessa. Ich schwöre alles. Es ist Pri. Die Rede ist Vanessa, du musst auch auf Koran schwören. Es ist Pri. Ich habe sie knallhart gesehen. Vanessa, auf wen hast du jetzt gewotet? Ich habe Skip gewotet, weil ich keine Beweise habe. Na gut. Vanessa, aus welcher Richtung bist du jetzt gekommen? Ich bin von oben gekommen, weil ich in diesem Raum, der in der Mitte alleine steht, also keine Nachbarräume hat. Da wollte ich gerade rein, den Task machen. Ich bin von oben da gekommen. Halt's Maul! Kann ich bezeugen. Du bist tot. Was wollt ihr eigentlich? Die hat knallhart gemeuchelmordelt. Gemeuchelmordelt. Ich sterbe. Ich bin tot. Na, das ist nicht einfach jetzt zu managen. Also, wo ist meine Maus? Da ist sie. Also, Pri hat es jetzt gewotet. Pri hat es gewotet. Och, Leute. Okay, ich habe die Leiche nicht gesehen, aber erstmal Shelly und dann sage ich mal was. Der war oben auf dem Weg zum Tütdingen da. Also von dem Alarm. Alter! Okay. Entschuldigung, Pri, dass ich dich gerade in letzter Runde beschuldigt habe. Wer mir jetzt tatsächlich am Arsch geklebt war, war wieder ich mal diese olle Ich wollte dein Vertrauen gewinnen damit. Ich wollte dein Vertrauen gewinnen damit, dass du mir am Arsch... Okay. Ah, genau. Okay, Aber jetzt ist Pri. Ich hab sie alle... Ihr wisst alle, dass sie lügen können. Als ich das erste Mal hier mit den Leuten... Als ich das erste Mal mit den Leuten gespielt hab, hat man mir gesagt, ja, Pri kann gut lügen. Die liegt auch hier. Ohne Scheiße. Meine Taktik ist nicht cool zu sein.
ich mal ernsthaft? Darf ich mal was dazu sagen? Oh, darf ich was dazu sagen? Nein! Darf ich was dazu sagen? Sei du mal ruhig. Darf ich was dazu sagen? Darf ja. ich Vanessa? Ihr könnt alle gut lügen. Ja, das stimmt. Es wird später, was die Bode singen. So, Vanessa hat uns die letzten Tage immer wieder verarscht, bis zum geht nicht mehr. Keiner hat sie auf dem Schirm gehabt. Alle haben immer gesagt, von wegen, ja, es ist X, es ist Y. Und Vanessa war jedes Mal der Imposter. Ich war der Imposter, wenn ich nicht durchgängig rüberkam, aber nicht, wenn ich wie gelügt habe. Nein, also das gelügt das hat, wie gelügt, wie gedruckt habe. Du lügst wie gedruckt, Fräulein. 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 Oh, scheiße. Oh, Mann. Ich schwöre auf mein Grab, das ist Ich habe gesehen, wie sie die Person abgemeucht hat. Ich kam um die Ecke, bam, geschnitzt. Okay, ich krieg mich nicht mehr ein, ich bin am Heulen. Ich bin besoffen, aber ich bin nicht blöd. Okay, ich schwör's. Und ich hast du irgendwas gesehen? Domme, ich hab dich verfolgt. Ich war die ganze Zeit mit euch unterwegs, von dem her habe ich nicht das gesehen, was ihr nicht auch gesehen habt, von dem her. Ich weiß nicht. Okay, was hast du? Sah das? War kurz bei uns oben, aber... Ja. Okay, hat jemand dann gesehen, wie mir der Pedobär die ganze Zeit am Arsch hing? Natürlich, ich war ja auch bei euch. Würdet ihr sagen... Wissen, da hätte ich dich schon längst getötet, Bruder. Ich war immer weit genug von dir entfernt und es kam mir Gott sei Dank immer jemand entgegen und Error. Ah, scheiße. Es gibt jetzt, aber... Fuck. Also wenn jetzt alle Pri mich will, sterbe und... nicht, dann kriege ich einen von euch bei Magnus ausgegeben, dass das mal klar ist. Dann was ausgegeben? Jetzt sehen wir ja, ob ich esse bei Magnus. Weil ich es nicht Es war so gut. Vanessa, du darfst mir nicht so am Arsch kleben. Aufgrund von letzter Runde, wo ich um dich herumgetänzelt bin, hast du mir so Angst gemacht. Und dann auch noch meine Leiche selber reporten, Shelly. Ja. Du Dreckstück. Jetzt ohne Scheiße, bitte, danke. Jetzt ohne Scheiße. Ich habe wirklich gerade gedacht, wie Vanessa da runterkam, so Scheiße, jetzt hast du verkackt. Dann hast du wirklich mich gewählt, Gott sei Dank ja nicht mit genug Stimmen, ne? Aber ja, Vanessa, dass du immer am Arsch gegeben hast, das hat mir jetzt den Hals gerettet. Oh, ich hasse euch. Ohne Witz, ihr seid toll. Du dumme Sau. Ich hasse euch, dass ihr so dumm seid. Sorry, dass ich jetzt ausfall, aber... Ich bin die ganze Zeit gemutet. Ja, ich merke schon, wir haben es kurz vor zwei, das Niveau sinkt. Welches Niveau? Ja, genau. Ich würde sagen, Ace hat ja schon gesagt, er ist weg. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr 9, sondern 8. Ich würde aber sagen, wir wechseln nochmal eben die Map wieder durch. Ja. Ne? Also ich würde sagen... Wir machen jetzt noch eine einzige Runde, dass ich hier die Aufnahme jetzt auf 20 Minuten ungefähr kriege und dann würde ich mich dann ausklinken. Also du meinst, du machst zwei Runden, weil du in der ersten Runde eh wieder direkt stirbst. Hallo. Exakt. Ja, gut. Hallo. Ich gehe jetzt ins Bett. Okay, gute Nacht. Okay, dann sind wir halt geringere, dann mache ich doch nicht hier die andere, sondern mache ich halt die Anfangsmap, weil ja, die ist weniger so groß. Richtig. So, wir sind dann jetzt also 7 Leute, 3 im alles gut, bei 7 Leuten, 2 Imposter oder wollen wir auf einen Imposter? Eine. Okay. Aber Leute, ich gehe ganz kurz aufs Klo, okay? Ja, ich gehe auch gleich erstmal was trinken. Ich muss erstmal eine neue Lobby machen. So. Habe ich das 1? Ja, das passt. Confirm. Code ist da. Ich poste ihn. Wieso bin ich bei Animal Crossing? Da will ich doch gar nicht hin. So. E-O-P-M-F-E-O. So. Ich bin jetzt auch erstmal eben auf Klo und hol mir was zu trinken. Bis gleich. Wunderbar. So.
ich habe mir voll die Hand angehauen und das tut gerade voll weh. Okay, was hast du dir angehauen? Die Hand. Die rechte. Ich habe einen Schwanz verstanden. Ja, die rechte Hand, mit der ich immer fepp, ne? Ja. Was ist denn der Code, Schätzelein? XE. XE. OP. OP. MF. MF. Warte mal, ich komme jetzt rein. Welcher Charakter bist du, Shelly? Blau, ja. Ich bin immer blau. Ich bin gerade auch blau, glaub mir. Auf eine andere Weise als ich. Oh Gott. Also, ich dachte mir gerade noch so, eigentlich ist es nicht gut, als Imposter blau zu sein, aber ich habe trotzdem als Imposter blau gewonnen, aber okay. Oh, oh Gott, mein okay. Geist. Ja, dann gute Nacht, bis später. Bitte. Komm auch gleich, bestimmt. Hä? Redest du mit deinem Freund? Ja, der geht jetzt schlafen. Oh. Gib deinem Schätzelein Küsschen von mir. Nee, gibt's nicht. Ich komm, ich geh ja bestimmt auch gleich dann schlafen. Ich weiß sowieso, dass er nicht einschlafen kann, wenn ich nicht dabei bin. Oh scheiße, der Freund von meiner Schwester schreibt mir gerade, wahrscheinlich muss ich, schreibt er mir jetzt, ja, kannst du mich und deine Schwester bitte abholen, Bruder, ich bin blau as fuck. Und ich bin noch in der Probezeit vom Führerschein, das sollte ich jetzt nicht machen. Ja, dann, nee, das solltest du nicht. Da hab ich einen Vorteil. Ich so, hab zwar auch ein Auto, aber wir haben 4 Fahrer im Haus. Ich kann immer sagen, Mama, kannst du mal fahren? Hm. Oma, kannst du mal fahren? Also ich heute bin ausnahmsweise mal blau. So, also ich bin wieder da. Jo. Komm, gib mir deine Pornostimme, Domme. Domme. Was ist meine Pornostimme? Schweinchen. Mal bist du aber ein süßes Schweinchen. Oi. Oh mein Gott, du hast dich gerade angesehen wie der beste Freund von meinem Freund. Das war mega creepy. Naja, es ist doch Oktober, oder nicht? Raumschiff Enterprise. Oh Gott. So, Seraphim, der ist noch immer AFK. Sind sonst denn alle da? Ja, wir sind 6 im Channel. Dann warten wir eben noch auf Seraphim und dann... Ach, gesagt, Kegel ist jetzt weg. Ich dachte, Kegel wollte noch eine Runde machen. Ach nee, Kegel ist noch drin. Bin hier. Okay. Der ist da, also ein, zwei Runden wäre ich jetzt noch dabei, aber dann ist auch Feierabend. Ja, ich würde jetzt auch dann tatsächlich noch so 2 Runden maximal halt machen und würde mich dann auch... Leute, ja? Was gerade Situation ist, der Freund meiner Schwester schreibt mir gerade, ob ich noch wach bin. Ich weiß genau, worauf der hinaus will. Und zwar, Sex. Dass die abholen. Nein! Entschuldigung, das Niveau sinkt. Also nichts, dass ich gegen Sex hätte, aber... Das kam aber irgendwie so als Verdacht auf. Also. Nein, oh mein Gott, ich würde niemals jemandem beim Fremdgehen helfen. Gott, da wäre ich die Letzte. Außer bei einer bestimmten Person, aber das ist eine andere Geschichte. beim Fremdgehen helfen. Ey, los, ich steh mal auf, beweg dich mal, los, zack, zack. Da kann ich safe sein. Ich bin mit meinem Hagen fast zu. Er hat meinen Namen gesehen, aber er schreibt mir nicht zurück. Ich glaube, er will doch nicht, dass ich die 2 abhole von ihrer Ego-Party. Ich brauche gerade andere Musik. Sekunde, ich muss gerade noch mal eine andere Musik reinmachen. Ich brauche gerade Metal, ich brauche gerade Bring Me the Horizon. Oh. Ich habe keine Probleme mit Alkohol. Da, oder ist er noch AFK? Ich glaube, er ist ins Klo gefallen. Achso, ja, das kann er dauern. Vielleicht hat er auch gerade ein Geschäft zu erledigen oder so. Ja, das ist bestimmt stecken geblieben oder so. Ich habe keine Probleme mit Alkohol, nur ohne. Ja, das ist true. Von den vielleicht hat er auch gerade Besuch von Mr. Henke oder so. Von den leichten Landweinen ist mir Cognac immer noch am liebsten. Also, ich bin ganz ehrlich, ich habe noch nie Alkohol getrunken. Ich bin stolz auf dich. Ja, ich habe auch... Also, ich habe negative Erfahrungen gemacht deswegen wollte ich nie trinken oder anfangen zu rauchen oder sonst irgendwas. Schätze, glaub ich, ich hab auch schon damit negative Erfahrungen gemacht, aber trotzdem mache ich es, weil ich ein dummes Stück Scheiße bin. Nein, ein bisschen nicht. Dito, kann man mich gut verstehen? Ich habe jetzt ein bisschen was umgestellt. Ja, man hört dich klar. Der ist ein Bauarbeiter. Genau, so, dann starten wir maximal noch 2 Runden und dann wäre ich. Alter!
Ich bin auch noch 3 Stunden und ich habe meinem Freund gesagt, dass ich komme und erscheine. Nur eine Post? Ja, okay, mach's in eine Post. Entschuldigung, ich bin. Ja, weil halt nur 6 Leute, deswegen nur einen. Töte mich nicht, bitte. Ich verstehe es, Chat. So. Achso, jetzt habe ich gar nicht dran gedacht, die Karte umzuändern. Jetzt wurde das Licht wieder ausgemacht. Ah, und wieder an. Perfekt. Dann können wir gleich den Upload hier machen. Perfekt. Und Karte wahrscheinlich auch noch durchziehen. Wenn ich dann noch lebe. Geil. Jawohl. So. Dankeschön. So, dann gehen wir erstmal hier unten hin den Müll rausbringen. Zack. Und das Licht ist mal wieder aus. Mensch, das hatten wir schon lange nicht mehr. Dankeschön. Danke für die Blumen. Ich freue mich sehr. Na, komm her. Alter. Was war das denn gerade? Was ist jetzt Domme, schon wieder los? Domme, du hast gerade Shelly getötet neben mir. Im Elektrikraum. Da, ich glaube, jawohl, es geht los. Also, ich bin im Deck gegangen. Ja, es ist immer ein Scheißfehler. Wollte die Aufgabe machen. Spam dementsprechend bei mir die Leertaste. Und auf einmal sehe ich, sie haben eine Leiche reportet. Du hast gerade. Ja, neben Entschuldigung, meine Sprache ist. Also, wir hatten ja gerade das Thema Alkohol und. Du hast mein lieber Freund, der rumsteht neben mir. Egal. Ich find's merkwürdig, dass du jetzt direkt mich beschuldigst. Okay, ist in Ordnung. Es standen ja noch mehr in dem Stack drin. Was sagen denn die anderen? Das war ein Elektriker, gell? Im Elektriker, das war ein sehr schönes Ausatmen, Pedobier. Vanessa. Ja gut, ich war in Weyers Aufgabe drin. Ich habe nichts von euch gesehen, was da passiert ist. Ich kann sagen, okay. Sobald, wenn ich betrunken bin, fällt's mir richtig schwer zu atmen. Also bist du betrunken. Schon die ganze Zeit, schon seit ich jetzt mal meinem Posto bin, ich habe trotzdem gewonnen. Ja du, ich trinke auch die ganze Zeit, also alles gut. Also okay, ich war in der Cafeteria, ich bin safe. Okay, ich hab eine Theorie. Wer hat gerade kein Alkohol getrunken, der ist es? Ich, aber ich war in der Cafeteria. Ja okay, das stimmt, du standst da nicht mit dem Stack drin. Also wer stand da drin? Ich stand da drin, Kegel stand da drin, Shelly und Vanessa. Wo ist Shelly gestorben? Wir standen wahrscheinlich alle bis auf Seraphim da drin. Ich stand auch im Electrical Stack drin. Ich stand da gar nicht drin. Ja, Moment, wer hat jetzt gerade gesprochen? Ich habe das jetzt so blöd. Error, genau. Ja, Kegel, da war wahrscheinlich Kegel, das Deck, den du meinst. Direkt auf mich. Genau, weil ich stand ein bisschen weiter sagen, links. Ich hätte ihn noch nicht mal verdächtigt, aber er schießt sich sofort auf mich ein, obwohl wir da alle standen. Also ich mache es tatsächlich halt nur, er hat mich beschuldigt, ich beschuldige ihn. Was die anderen machen, ja, das steht im Kaffeesatz, sagt man so schön. Mhm. Ich skippe, weil ich gerade in einem schlechten Zustand bin. Ah, Error. Denk daran, das letzte Bier war immer schlecht. Ich habe gerade Wodka getrunken. Ja, schäm dich. Wodka trinkt man auch nicht, besonders nicht mit Energy. Ja, das Ding ist halt, ich hab's gemerkt, ja okay, so durch okay. Die Zeit. Wenn es jetzt nicht vorbei ist, dann ist natürlich ein schon ziemlich starker Sass auf Dom. Na gut, war unentschieden. Danke. Achso. Obwohl Kegel mich direkt beschuldigt hat. Okay. Naja. Ich hasse dich. Mit mir kann man es ja machen, ne? Diese kleine Drecksau. Also ich bin mir 100% sicher, dass es Domme war. Aber
Aber naja. Aber Seraphinen hat sich ja auch auf mich angesetzt. Sehr gut. Oh Mann. So, jetzt sagen wir mal die Tasks an. Aha. Ja, wunderbar. Okay, ich bereue es im Endeffekt, dass ich die Leiche jetzt selbst reporte, weil ihr schießt euch eher jetzt auf mich. War oben bei Upper Engine. Ich war vorhin in Medbay, habe mich da gescannt, wollte raus. Die Tür war zu. Ich kam da dementsprechend nicht raus. Bin dann, wo die Tür offen gegangen ist, nach oben links zur Upper Engine und habe da den Kegel liegen sehen. Sonst leider keinen. Das Letzte, was ich weiß, ist, dass Seraphim Richtung Admin gelaufen ist und wo ich bei Storage Richtung Communication gelaufen bin. Wir waren beide bei Storage unten beim Rausschmeißen von den Klettern und dann ist er nach oben gelaufen und ich nach rechts. Okay. Das heißt, theoretisch hätte er über Cafeteria nach Upper Engine laufen können. Genau, das sagt halt die Theorie, aber es ist ja kein tatkräftiger Beweis. Ich war bei Admin und bin dann wieder zurück nach Electric und wollte den Strom wieder einschalten. Okay, wo war der Pedobär? Ich war gerade die ganze Zeit in der Cafeteria, weil ich gerade mit dem Freund meiner Freundin, von meiner Schwester telefoniert habe. Weil er ja genauso besoffen ist wie ich und jetzt laufen, weil ich nicht nach Hause fahren kann. Okay, das glaube ich dir tatsächlich, weil du es vorher schon in den letzten Runden gesagt hast. Er hat mich angeschrieben und wo ich dann einfach nur gesagt habe, ja, er will Sex. Ja, okay, könnte natürlich jetzt auch einstudiert sein. Wie gesagt, ich mache mich extrem verdächtig, weil er eher gerade gegen mich gewettert hat. Jetzt ist er tot, bin ich ganz ehrlich. Nur ich habe halt keinen gesehen. Ich war im Medbay eingesperrt, Tür ging auf, ich bin nach links, habe ihn da liegen sehen. Also ich kann jetzt keinen beschuldigen. Error war erst mit Seraphim unterwegs, dann haben sie sich getrennt. Rein theoretisch könnte es Seraphim gewesen sein. Ich habe aber keinen gesehen. Deswegen möchte ich jetzt, weil ich hasse solche, wir müssen unbedingt voten, das haben die anderen ja auch schon mitgekriegt. Ich persönlich kann nur skippen. Ich skippe aus Instinkt Error. Und okay. Ich möchte nur sagen, Wodka pur schmeckt echt scheiße. Ja, Wodka pur ist auch scheiße. Was trinkst du das auch pur? Bist du dumm oder was? Ja, bin ich. Also, nee, ich habe gemerkt, ja, so langsam kommt ein Pegel bei mir auf. Und wenn ich dann merke, kommt ein Pegel auf, dann will ich auch wirklich besoffen sein. Dann trinke ich Wodka pur, damit es schneller geht. Also, ich würde okay. Eher sagen, dass es dumme ist, weil Error, also Kegel, hätte mich gerade auch killen können, wo ich unten beim Müll war. Ich denke ja, nicht, dass er gerade schon getötet hat. Das kann natürlich auch sein, dass der Kill-Cooldown noch runterlief, aber. Klar, weil wie gesagt, ich mach mich selbst extrem verdächtig, bin ich ganz ehrlich. Das sagst du aber auch. Ich reporte trotzdem halt mit Leichen, weil es gibt auch Leute, die laufen dann extra an der Leiche vorbei, um sich nicht verdächtig zu machen, aber sowas. Sowas würde ich auch nicht machen. Ich würde auch reporten, selbst wenn ich mich verdächtig mache. Richtig, so funktioniert das Spiel. Und jetzt Mahlzeit. Alter. Und ich habe Dommel gesehen. Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Das ist echt nicht wahr. Du kleiner Drecksack. Das darf nicht wahr sein. Das darf echt nicht wahr sein. Ah.
Na gut, Vanessa, die hängt jetzt ja mit ihren Aufgaben ein bisschen hinterher. So. Gutes Spiel. Ja, ich zieh mir das ja aus den Finger, ne? Ich zieh mir das ja alles aus den Finger. Ich wäre dafür, dass wir Dommer einfach immer töten. Egal, ja, ob er das jetzt auch immer ich hatte aber gerade wirklich zwei Strategien. Ich dachte, kill ich noch einen? Ich wollte eigentlich erst eine Mercury halt machen und Vanessa beschuldigen, weil sie ja sowieso ein bisschen lost halt war. Aber dann habe ich mir festgestellt, scheiße, solange Lights nicht gefixt sind, kann ich keine Mercury machen. Und habe ich die Gelegenheit beim Schopf gepackt. Sehr ich habe einen Anruf von einem Freund meiner Schwester bekommen. Hatte ein bisschen Sorgen um meine Schwester, ob es der nicht gut geht, weil Frau Musal sollte er mich anrufen. Aber nein, meine Schwester schon zu Hause auch schon so ein bisschen. Jetzt kommt der Spack nach Hause und es dauert noch eine Stunde, bis er zu Hause ist. Und dann darf ich ihm die Tür aufmachen. Man ruft die Tür, die Tor macht weiter, hier steht die Bunnyjacke breit. Okay, also für mich wird es jetzt die letzte Runde. Domme töten, bitte. Okay, es wurde gerade schon gesagt, da ich jetzt ja auch was okay, ja. Das ist Zufall. Ich wollte jetzt eigentlich nur sagen, Domme und Kegel können es nicht sein. Bin ich beide bei mir. Okay, beantworte mir eine Frage. Bin ich so betrunken oder hat sich jetzt gerade hier die Map ein bisschen verändert, wirklich mit Deko? Ich hasse dich! Das ist Halloween-Deko! Okay, also bin ich... Oh, Moment, Vanessa hat auch einen Pegel. Aber nein, das habe ich aber auch... Sehen die anderen das auch? Ich habe nichts gesehen. Ich habe die Halloween-Deko, die habe ich gerade gesehen. Ich glaube, da war deswegen wollte ich eigentlich nur reporten, weil ich dachte jetzt schon, bin ich irgendwie falsch? Okay, und das ist jetzt ein Zufall, dass jetzt tatsächlich jemand tot. Das müssen entweder Vanessa oder Seraphim sein, weil wir drei waren oben rechts bei Weapons. Ich war jetzt gerade... Ich bin ehrlich, habe ich nicht drauf geachtet. Ich war gerade ein bisschen geflasht von der Deko. Ich war in O2 jetzt gerade, da war ich aber alleine. Ich habe sonst auch keinen dahin laufen sehen. Okay, wie gesagt, ich habe einfach nur Report gedrückt aufgrund der Deko, weil ich wollte nur eben sicher gehen, nicht, dass ich jetzt nicht... Hast du Vanessa in Cafeteria gesehen? Nein. Ich stand erstmal die ganze Zeit in Cafeteria vor dem Tisch, wo ich mir dachte, hä, da liegt Essen? Das hast du nie gesehen? Dann bin ich nach Weapons rein, sehe da auf einmal so Spinnennetze und ich denke so, Moment, hast du ein Problem oder sehen das die anderen auch? Ich freue mich gerade wie Wolle über die Deko und ich habe das gar nicht hinterfragt, auch wenn ich Sternhage voll bist. Wie voll bist du? Von einer Skala von 1 bis Elefant. Naja. Sagen wir schon, kurz vorm Elefant. Also ich kann noch sprechen, ich kann mich noch, Ich kann auch noch sprechen. Okay, ich habe Wortfindungsschwierigkeiten tatsächlich. Ich könnte theoretisch noch Auto fahren, ich könnte noch den Freund meiner Schwester fahren. Okay, wo wohnst du? Polizei, da will jemand... Nein, das so ein Scheiß macht man jetzt mal ganz kurz hier außen vor lassen. Vanessa, wo warst du jetzt gerade, wo bist du hingelaufen? Ich war da, Dings in diesem Raum, wo man sich scannen kann. Das habe ich auch gemacht. Mad Bay also. Okay. Mega über die Deko gefreut. Es wurde jetzt der Button gedrückt, aber hatten jemand Shelly irgendwo gesehen, wo sie jetzt hingelaufen ist? Tatsächlich nicht. Aber wie gesagt, Error und Kegel und meiner Wenigkeit, wir waren ja oben rechts halt mit zusammen, sprich, wer einzeln rumgelaufen ist, ist Vanessa und Seraphim gewesen. Ich würde jetzt tatsächlich erstmal nicht voten, dass jetzt, wie gesagt, Shelly auch mit tot ist, war ein Zufall. Nur die beiden, ja, okay, Vanessa geht direkt auf Seraphim. Interessant. Da war Seraphim für mich. Ich möchte anmerken, ich bin schon wieder als erstes tot. Mi, du haltst die Fresse, du bist tot, du bist ein Geist, du kannst reden. Nimm es bitte nicht persönlich, ich bin besoffen. Natürlich liebe ich dich eigentlich und will dich bumsen. Glaube ich dir nicht. Glaub es mir, du bist Sau. Noch kurz zum Thema Deko, das ist mir definitiv wohl nicht aufgefallen, das heißt, es müsste geupdatet worden sein. Ja, und das gerade im Match, deswegen, ich dachte jetzt so, okay, ich brauch Schlaf. Digga,
sogar da Slime an der Wand, wie bei SpongeBob. Ich hoffe mal, alles voll geschleimt. Mütet ihr euch mal bitte? Da ist super lila Schleim. Eieiei. Ey, aber die Deko sieht cool aus. Schon mal ein kleines Halloween-Update. Wunderbar. Was willst du mehr? Aber das wird doch eigentlich erst aufgespielt, wenn das, wenn das Spiel neu gestartet wird, oder? Huch. Oder bin ich da jetzt falsch? Oxygen. Schon wieder. 7, 1, 2, 2, 1. Sehr gut. Na, komm her. So, jetzt haben wir noch unten Communication. Download. Der Freund meiner Schwester ruft mich nochmal an, ich bin kurz weg. Okay. Also kann es nur Seraphine sein. Weapons 1. Sehr gut. Jetzt sind wir vorne bei Admin drin. Da ist in 5 Minuten da. Alter, war das jetzt ein Fake von ihr? Vanessa ist es, sie ist vor mir rausgewendet und hat Kegel in Admin getötet. Ich hab dich gerade ihn killen sehen. Oh, er liegt schon wieder wie gedruckt hier. Ich kann nicht Imposter sein, ich war vorhin mit Dom und Kegel zusammen oben rechts und da wurde einer getötet. Das heißt, es kann entweder nur du oder Seraphim sein und ich hab dich wenden gesehen und Kegel lag in Admin. Moment, stopp. Wo lag die Leiche jetzt? In Admin, vorne bei den Wires, bei Admin, direkt beim Eingang. Okay, ist bei Admin ein Vent zu oben Admin links? Ist ein Vent zu oben rechts bei Navigation und genau da bei dem Vent habe ich es auch rauskommen sehen. Ja, klar. Also dementsprechend, da ist kein Vent zu oben links. Nein, da ist überhaupt kein Vent zu oben. Okay. Ein Vent in der Cafeteria und einer in den Bereich vor Navigation in die Gänge und genau bei dem Bereich in Gängen habe ich sie rauswenden sehen. Okay, dann kann ich leider auch nur die liebe Vanessa mitvoten, weil ich hatte Seraphim nämlich oben links gerade halt mitgesehen und von Cafeteria weglaufen mitgesehen. Das reicht schon. Ich bin lieb, ich weiß. Okay, Entschuldigung. Alles gut. Der Typ hat mich gerade schon wieder angerufen. Ja, ich bin 5 Minuten da. Drücken wir noch ein. Ja klar, bin ich dabei. Okay. Oh Gott. So, war aber dennoch... echt bad timing für mich gerade. Ja. Das war gerade wirklich bad timing, dass ausgerechnet vor mir rausgewendet bist und ich dann noch zusätzlich an der Leiche vorbeilaufe, wenn ich zur Emergency laufen will. War aber noch eine lustige Abschlussrunde, aber wie gesagt, ich habe mich gerade auf jeden Fall wirklich echt erschrocken. Auf einmal, weißt du, du bist in dem Spiel, du hast nichts neu gestartet, dann startest du auf einmal die Map und es ist auf einmal alles anders und du denkst dir so, Moment, habe ich ein Problem? Mir ist das gar nicht aufgefallen, muss ich sagen. Mir ist das halt auch erst in der Nähe danach aufgefallen. Weißt du, wie das passiert, wo sie mich getötet hat? Sie hat gemeint, so, oh cool, hier ist Halloween-Deko, zack, war ich tot, ich möchte so call. Ja gut.
Unfassbar. Ich habe angerufen, weil das und das habe ich den anderen getötet. Wen habe ich überhaupt getötet? Kegel, oder? Kegel in... Kegel, ja. Ja. Und zumal, ich wollte wirklich nur den Emergency ausrufen, um das halt mit der Deko damit zu teilen, ob ich jetzt wirklich Hallos habe. Das war halt so ein Zufall. Dass ich aber genau kurz danach, als ich tot war. Ja, wie gesagt, ich habe nichts mit tot. Ich wollte einfach nur das Meeting aufrufen. So, Leute, habe ich ein Problem oder seht ihr das? In dem Moment, wo die Emergency gecallt ist, eine halbe Sekunde davor habe ich Shelly getötet. Ja. Unfassbar. Mehr sage ich dazu nicht. Unfassbar. Also ich habe, wie gesagt, die Aufnahme, die läuft jetzt 40 Minuten. Ich werde die jetzt beenden. Aber man sieht halt nur meine Sicht, ne? Ja, ist aber vollkommen in Ordnung. Du kannst ja das nächste Mal halt mit sagen, ne, dann kann ich da auch mal was mit aufnehmen, dass du da auch meine Sicht dann vielleicht mal mit reinschneiden kannst oder so. Ja, reinschneiden wird ja ein bisschen schwierig. Theoretisch könnte ich auch meine Sicht aufnehmen über mein ganzes Zeugs, was ich habe, so nicht. Ich kann meine nicht aufnehmen, dann müsste ich am PC von meinem Freund ran. Problem ist, ich kann bei mir zwar hier aufnehmen, aber das Renderprogramm bei mir, das funktioniert hier mit den OBS-Aufnahmen nicht. Ah, okay. Ja. Warum betrinkst du dich heute Abend?